Verehrtes Wimmelbildpublikum, willkommen, es geht weiter mit Eventide 2, der Zauberspiegel, und wir haben beim letzten Mal auf unglaublich dramatische und etwas langwierige Art und Weise die magische Halskette repariert, die dieser Trottel hier kaputt gemacht hat. Twardowskis Laune ist dadurch unbedingt nicht besser geworden, aber jetzt haben wir sie repariert und mal gucken, was jetzt passiert. Was sagst du zu dem Korbett? Ja, gute Frage. Was machen wir jetzt? Sind wir ehrlich zu ihm? Ja, ich meine, der Meister, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt gut, auf den Meister zu sprechen. Vielleicht gewinnen wir ihn dadurch ja. Ah, danke schön, Musikthema, dass du auch da bist. Also, ja, wir können eigentlich schon ehrlich sein. Wir versuchen es mal. Then I will drop the necklace stealthily and hide. Thank you for warning me. I can give you a key to the master's office. You need to go there if you want to stop him. There's a secret passage from the office to the dungeons. Master keeps his machinery there, and the prisoners too. Dankeschön. Master is coming. Hide, quick! The necklace is ready. Good. That's almost everything. Come with me. I need help with the final preparations. Go to his office, now! Ja, wir haben dem Kobold geholfen, wir sind auch noch Juwelier, also wir kriegen hier wieder munter Berufsauszeichnungen hinterhergeschmissen. Großartig. Bitte nicht. When they met, the outside world stopped existing. They could spend long hours together, fascinated by their research on magic. The bond between them was strong. But soon he became so absorbed in his studies that he forgot about her needs. The darker his magic became, the more lonely and estranged she felt. He barely noticed her illness setting in. Only magic mattered to him, until it was too late, when he realized that his wife mattered more. Only magic could bring her back. Ja, also, da haben wir wieder das uralte Problem. Die Frau hatte einfach Bedürfnisse und er hat die Bedürfnisse nicht erfüllt und dadurch wurde sie krank und dann war es zu spät. Also, liebe Männer, kleiner Tipp an euch, wenn ihr irgendein Drama vermeiden wollt, achtet auf die Bedürfnisse eurer Frau, egal welche Bedürfnisse auch sein mögen, und dann wird schon mal viel Ärger vermieden. So, jetzt ab ins Arbeitszimmer. Und hier, ja. Hier sieht es ganz toll aus. Und auch hier ist wieder alles kaputt. Auch hier fehlt wieder alles. Wieso tanzen mir hier eigentlich immer so Fünfecke vor der Nase rum? Was soll mir das sagen? Dass ich irgendwie halluziniere oder wie? Dass ich bekloppt bin, weiß ich selbst. Danke. So, ein aufwendiger Mechanismus. Zaubersprüche. Figur fehlt etwas. Hier sind zwar nützliche Dinge und so, aber wir betrachten mal wieder nur die Dinge, die kaputt sind. Wir sind wieder absolut defizitorientiert. Das finde ich ganz toll. Und deswegen weiß ich auch nicht, hoppala, was ich jetzt tun muss. Wer kommt denn auf die Idee, dass man die Schubladen bedienen kann? Richtig, keiner! So, da lassen wir den Hahn krähen, holen uns diese Karte, gehen wieder zurück, machen das, was der Tipp jetzt auch tun würde, hängen einen Kerzenleuchter ein und gehen wieder und fragen doch mal den Tipp. Aber der Tipp sagt, wir dürfen schon wieder hier rein. Und da haben wir die dritte Kräuterküche in diesem Spiel. Okay, noch eine Schublade, die ich bedienen kann. Ja. Tatsächlich. Zweiter Uhrzeiger.
Und ab dafür. Alles klar, da ist der Hebel, der alles in Gang setzen wird. Oh, die Küche ist auch zu. Ach, er ist in der Küche. Na dann. Halt, er ist die Karte. Was ist das? Das muss doch wichtig sein. Wieso komme ich da nicht ran? Was war das denn jetzt? Für eine Aktion. Oh oh. Ja. Genau. Ja. Das weckt Freude. Not. Ach, Cameo. Na. Mensch, Cameo, was mache ich mit dir? Ich glaube, das letzte Mal, dass du aufgetaucht bist, das war... in Walsinghams Manor, glaube ich. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Und ich habe vergessen, was du bist. Ein Schrankteil. Ja, genau. Sieht hier irgendjemand etwas, was irgendwie aussieht wie ein... Schrankteil? Also ich nicht. Und was ist hier los? Warum ruckelt das so? Man braucht immer zwei Ohrringe. Ah. Alles klar. So. Lilie. Ja, das schaffe ich nicht in der Zeit, das ist klar. Aber das hier ist auch eine Szenerie, die es mal wieder so richtig in sich hat. So, aber so langsam lüftet sich das ganze Zeug. Aber Cameo, ja. Oder doch? Ja. Blitzeingebung. Aber Schrankteil? Das kann jetzt alles sein. Und ich wüsste ja noch nicht mal, für welchen Schrank jetzt gerade das sein soll. Also, nee. Es tut mir leid, aber was Schrankteil angeht, da bin ich überfordert. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen klicken und eine Klickstrafe in Kauf nehmen, wenn denn eine kommen sollte. Aber ansonsten kommen wir hier nicht weiter. So, jetzt habe ich mich durch fast alles durchgeklickt, was irgendwie in Frage kommen könnte. Aber... ja, da vermisse ich so ein bisschen, dass man sich das anzeigen lassen kann, was es sein soll. Da ist sie wieder, die Strafe des Todes. Sie hält auch echt ganz schön lange an, das muss man schon sagen. Aber es ist immer schön gemacht, endlich mal was ganz anderes hier mit diesen Symbolen und so. Aber... ja, ja, halt die Klappe. Aber ich will das einfach ohne überspringen. Okay, ich überspringe mal für euch eben. Ja, und da ist es. Also... das hebt meine Laune gerade wirklich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist sehr frustrierend. Ja, genau. Aber was kriegt man als Belohnung? Nur noch mehr Scheiße, die nicht funktioniert. Das ist doch echt sowas von...
So, ich habe mich mit Boruta getroffen. Er hat mir gezeigt, wie man Lebensenergie sammelt und sie konservieren kann. Ich bin jetzt unsterblich. Ich werde verborgen in diesem Dorf leben, bis ich meine Anna zurückbringen kann. Alles klar. Ich habe den Spiegel erschaffen und Annas Seele beschworen. Hätte ich doch nur genug Energie, sie ins Leben zurückzubringen. Ich muss mehr Energie ansammeln und ich brauche einen Körper, der ihre Seele aufnehmen kann. Ja, welcher Körper könnte das wohl bloß sein? Ich habe viele Spiegel, durch die ich den Dorfbewohnern die Seelen der Toten zeige. Es ist nur ein Trick, aber sie glauben, dass es real ist. Das hat große Mengen an Energie gebracht, zumal ich den Friedhof geschlossen habe. Mathematische Formeln. Alle meine Berechnungen sind korrekt. Ich kann meine Frau und nur sie wiederbeleben. This proves that Janosik's daughter won't be revived. Poor man. I have to talk to him. Did you find something? Yes. These are his notes. It's clear he can revive only one person. So you were right, and I did all this for nothing. I will help you save your niece. Go to the dungeons and find her. I will stop him here, to give you more time. Take this. It will help you find a way to defeat him. So, Beweisaufgabe haben wir erfüllt. Ein Buchschlüssel. Ja. Und warum darf ich hier nochmal hin? Ist hier noch irgendetwas von Bedeutung? Bis jetzt nicht. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Und wo war jetzt irgendwo ein Buch? Da. Die Kraft des Spiegels entspringt dem Amulett. Der Spiegel zieht sie aus den eingravierten Symbolen. Verschiedene Symbole zu aktivieren, kann die Kraft des Amuletts und des Spiegels umkehren. Mit dem Linsenritual kann das Amulett neu kalibriert werden. Nimm die Linse und halte sie in den magischen Rauch, der von orientalischem Weihrauch und exotischen Federn erzeugt wurde. Zeichne die Symbole auf dem Amulett in den Rauch. Eine magische Linse kann verwendet werden, um neue Runen für das Amulett zu finden. Aktiviere die Runen und die Kraft des Spiegels wird umgekehrt. Instructions to prepare the magic lens and change the powers of the amulet and Twardowski's mirror. I better keep it. Ja, ja, better keep it. Hey, eine Treppe. Oh, oh. Böse. Aber nicht böse genug für den Master auf Himmelbild, der aber in letzter Zeit mal wieder ein bisschen an Schnupfen leidet. Da ist doch irgendwas. Ich sehe es. Okay, geht ja doch ganz schön weit hier. Hätte ich nicht gedacht. Noch ein Spiegel, Mann. Geht ja ganz schön schnell mit den Spiegeln. Fehlen ja auch nur noch jetzt zwei Spiegel und zwei Koboldkarten. Aber... aus dem ersten Teil wissen wir ja, dass auch sowas ganz am Schluss erst auftauchen kann. Da lasse ich mich nicht mehr reinlegen. Mein Master found out that the necklace is not working as he wanted. He will punish me. You have to do something. I know that the power of the mirror can be reversed by means of a lens. You can do it. And when you do, the mirror will draw Master inside it. Master keeps this lens in the safe in the secret office. Go find it. Ja, er weiß, wo sie ist, aber wir müssen sie finden. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, so habe ich mir das schon immer vorgestellt. Okay, was zum Geier. Der Meister des Himmels hat die Macht, uns den Sturm zu senden. Die Mutter von uns allen wird unser Schicksal. Das Kind wird in jedem Jahr mit frischen Blättern wiedergeboren. Der Meister der Unterwelt liebt alle Kreaturen, die am Boden kriechen.
Der Spruch gefällt mir. So, hier haben wir den da. Und die da. Gerade noch bemerkt. Arr. Cool, Federn. Könnte ich mir einen Kopfschmuck draus basteln. So. Nur noch ein Spiegel und eine Karte. So, upsala. Amulett, Wachs, Abdruck. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir nochmal einen Break. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiter das magische Ritual in Gang setzen. So ganz langsam gehen wir weiter auf die spannende Phase zu. Aber wie ihr seht, es gibt noch viel zu tun. Und dann werden wir jetzt noch einmal kurz hier einen Blick auf die Entscheidung treffen. Auf die Entscheidung gucken. Hier. Haben wir noch gar nicht gemacht. Das verlorene Mädchen. Ich habe das Medaillon zurückgebracht und habe die Seele von Twardowskis letztem Opfer befreit. Ich habe mir ihre Dankbarkeit verdient. Ich bot der Frau meine Hilfe und brachte der einsamen Metzgergattin eine schöne Erinnerung. Ich habe Janusik mit einem Elixier geheilt. Er vertraut mir jetzt. Ich wäre ehrlich und habe den Kobold gewarnt, dass die Kette eine Fälschung ist. Ich kann nun nur seine Hilfe zählen. So, dann haben wir hier noch die Kräuter. Ja, unsere Aufgaben, die können wir ja auch schon. So. Alles erledigt. So. Und dann heißt es... Wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.